Man nennt ihn auch der Schrecklichste, die gefährlichste Amphibie der Welt, einer der Killertiere überhaupt. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Boah, Jimmy, was machst du denn hier? Ich versuche gerade die Giftpfeile von kolumbianischen Choco-Indianern nachzumachen. Ja, toll. Und wo ist der Pfeil? Und wo ist die Pfeilspitze? Ich kann nicht hier zwischen dem ganzen Kundenverkehr mit Pfeilen durch die Gegend ballern. Bei Praktikanten würde mich überhaupt nicht wundern. Da musst du ja mit alles rechnen heutzutage. Aber du kennst das ja noch aus der Schule vielleicht, auch du. Na? Ich? Also ich habe mit denen immer, natürlich nicht auf Lehrer geschossen. Na, aber weiß auf, ich nicht. Weiß ich, auf Tafeln oder so. Ja, ja, da weiß ich nicht. Also ich hätte ja sowas nie gemacht. Also ne? Ich war ja ein streng katholisch erzogener Polizistensohn. Oh. Da durfte man sowas natürlich überhaupt nicht machen. Mein Vater war Polizist? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Jetzt wisst ihr mal alle was Neues. Sehr geil. Das hat mich ein bisschen geoutet. Ob das sehr geil war, weiß ich nicht. Aber ich fand das schon, denn der war Autobahnpolizist. Und wenn der mal so zwischen der Arbeit mal kurz mal nach Hause kam, im Anfang erst mit dem dicken Motorrad und später mit dem Porsche, dann war das für uns kleinen Jungs war das schon eine ganz spannende Sache. Haben wir ein anderes Thema oder sprechen wir über Polizeifahrzeuge? Von kolumbianischen Indianern, die Giftpfeile gemacht haben. Du hast von kolumbianischen Indianern, du hast, ja. Hm? Ja. Warum mache ich das? Ja, das weiß ich auch nicht, warum du sowas machst. Weil ich gelesen habe, dass der Pfeilgiftfrosch den Namen vom Pfeilgift hat. Ja, genau. Was die Indianer wiederum genommen haben, um Beute oder Feinde abzuwehren. Ja. Wie macht man das? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Man fängt so einen Frosch, wickelt den in ein Blatt ein, damit man nicht mit der Haut in Berührung kommt, legt den dann auf einen glühenden Stein. Da klebt so ein Frosch an, der ist ja so ganz weich, klebrig, und der klebt sofort an den glühenden Stein an. Hat Todesangst, weil er auch jeden Augenblick sterben wird. Und auf dem Rücken schwitzt er das ganze Gift aus. Das ist ein weißer Schaum, den kann man so schön abkratzen. Damit direkt den Pfeil zum Beispiel zum Giftpfeil machen. Oder man kratzt den ab und trocknet den als Pulver. Dann kann man das auch einen Monat locker einlagern und hat jederzeit aktuell immer Gift zur Hand. Aber wenn man die Beute doch dann mit dem Gift erlegt, ist das Tier doch auch vergiftet. Wie kann man das dann essen? Wenn das Tier getroffen wurde und nach kurzer Zeit stirbt, wird das also gebraten und zwar richtig gut durch. Also, sag ich mal, so wie der ein oder andere das Steak gerne englisch isst, wäre nicht günstig in dem Fall. Man sollte wirklich ganz durchnehmen, denn nur dann ist das Gift auch wirklich tot oder nicht mehr handlungsfähig. Ich habe sogar gelesen, dass einige Tierärzte das heute noch in Zoos und so verwenden. Machen deine Tierärzte das auch? Nee, wir haben also sowas nicht. Wir nehmen also lieber die modernen Stoffe dazu, auf diese Naturprodukte, die kann man meist nicht so genau dosieren. Also wir halten in dem Fall mehr von Chemie. Norbert, hast du denn auch so einen richtig schönen giftigen Frosch hier? Ja klar, da zeige ich dir mal hinten am Tisch, da gehen wir jetzt mal hin. Dann gebe ich dir einen auf die Hand. Ich weiß zwar nicht, ob wir dann noch die 13 Minuten insgesamt schaffen, aber spannend wird es auf jeden Fall. Norbert, wir haben uns wieder in unserem phänomenalen, besten Terrarium der Welt zusammengefunden. Genau. Und ich habe mir hier die blauen direkt mal rausgesucht. Mhm. Azureus, richtig? Ja, also ja, blau ist ja sowieso deine Farbe. Das habe ich mir sofort vorgestellt, dass du auf blau stehst. Ja, ja, blau ist am lustigsten, habe ich gehört. Mhm. Aber ich habe mir direkt die blauen rausgesucht, weil die echt schön aussehen. Jetzt frage ich mich aber, von den drei Schachteln, die wir jetzt hier stehen haben, hier haben wir den Tinctorius und wir haben noch den Auratus. Und die haben jetzt drei verschiedene Farben. Das ist hier einmal ein Türkis, ein dunkeltürkis-gelb, würde ich sagen, und ein Blau. Ich lasse die jetzt auch mal frei. Welcher davon ist denn jetzt am giftigsten? Also, das ist ganz einfach zu beantworten. Die, die wir haben, sind alle überhaupt nicht mehr giftig. Denn wenn so ein Dendrobat, der von zu Hause aus giftig ist, mehrere Wochen keine giftigen Insekten mehr gegessen hat, dann ist er auch nicht mehr giftig. Denn der produziert das Gift nicht selber, sondern bekommt er durch zum Beispiel Moskitos oder Ameisen, die er frisst und diese Gifte
lagern sich einfach im Rücken ab. Da wir natürlich mit ungiftigen Insekten füttern, sind diese alle auch ungiftig. Aber was ich ja jetzt faszinierend finde, das sind jetzt blaue Frösche, ja? Ja. Gibt es eine Farbe, auf die ich am meisten achten muss bei der ganzen Sache, oder? Ja, da gibt es also so unterschiedliche Geschichten. Oft wird gesagt, je grüner, je giftiger. Das ist aber alles immer ein bisschen relativ, hat immer mit dem Futterangebot zu tun, wo das einzelne Tier herkommt. Ist das mit dem Gift dann ungefähr so wie beim Fugu? Da war das ja auch so. Das, was der Fisch isst, macht ihn quasi giftig. Ja, so ähnlich muss man das sehen. Und da die Tiere, die wir haben, alle eben in Deutschland schon geboren sind und dort also immer mit ungiftigen Tieren gefüttert worden sind, besteht also da überhaupt gar keine Gefahr. Das heißt, das Gift ist nicht vererbbar, sondern vom Gift ernähren die sich und das speichern die im Körper. Aha. Warum wundert es mich denn eigentlich so, dass die Farben dieser Frösche so intensiv sind für mich? Weil sowas sieht man ja in Deutschland nie. Wenn ich jetzt im Wald laufe und eine Kröte aus Versehen mal sehe, dann ist sie ja eher dunkelgrün. Wenn du im Wald läufst, ne? Da wohne ich übrigens. Da wohnst du. Draußen aus dem Walde, da komme ich her. Ja, das kommt mir schon lange so vor. Ja, sag ich mal, in Deutschland, in Europa sind natürlich die Wälder nicht so farbenprächtig wie in den Tropen, wo zum Beispiel Orchideen wachsen, diese ganzen Aufsitzerpflanzen wachsen. In so, um so Pflanzen, um solche Blüten leben diese Frösche und nehmen quasi die Farben an dieser bunten Pflanzen. Das heißt, so toll, so farbecht wie die sind und so krass wie die aussehen, in der Natur hat man sogar ganz schwer die zu finden, weil das sind echte Tarnfarben. Allerdings für ihre Feinde sind das natürlich auch Warnfarben, so wie der Feuersalamander in Deutschland, kennt sicherlich jeder, der mit diesen großen gelben Flecken. Das heißt, jedes Tier ist gewarnt, hallo, fress nicht einen Feuersalamander, denn der hat auch ein ähnliches Gift, was auch eben für so einen Vogel oder einen anderen Beutegreifer schon tödlich sein kann. Norbert, wie viele verschiedene Arten von diesen Fröschen gibt es denn dann jetzt? Ja, also da gibt es so 70 verschiedene Arten und die haben dann auch noch alle unterschiedliche Farben. Das ist natürlich schon ganz spannend. Hält man aber nicht als bunte Gesellschaft zusammen, sondern so wie wir das hier machen, sondern hält sie immer schöne Arten getrennt. Denn sonst läuft man ja auch in die Gefahr, dass sie sich quer verbahnen und dann hat man also so Bastarde. Eigentlich sollte man ja die Tiere artenrein weiter züchten, dass nicht zum Schluss alles ein Mischmasch ist. Jetzt haben wir gerade gesagt, dass es 70 verschiedene Pfeilgiftfroscharten gibt. Aber Norbert, jetzt will natürlich jeder wissen, welche drei sind denn die giftigsten Frösche? Ihr von den dreien oder überhaupt? Nee, überhaupt. Gibt, von allen denn 70. Hier sind ja nur Dendrobaten drin. Das sind also die Baumsteigerfrösche. Mhm. Es gibt auch Blattsteigerfrösche. Also genauso hübsch, genauso bunt. Das sind dann die Phyllobaten. Und da gibt es also so den Aurotenia, der dann so ungiftig ist. Also ich würde ihn mal so als drittgiftigster Frosch der Welt nehmen. An zweiter Stelle würde ich so den Bicolor setzen. Mhm. Wie weit die sich beißen von der Giftigkeit, dass der eine sagt es so und der andere so. Also Bicolor ist schon giftig. Und dann gibt es natürlich noch den Schrecklichen, der Terribilis. Man nennt ihn auch der Schrecklichste. Die gefährlichste Amphibie der Welt. Einer der Killertiere überhaupt. Also mich würde ja wirklich mal interessieren, ob es da draußen einen Zuschauer gibt, der so einen Phyllobates Terribilis zu Hause hat. Falls einer von euch so einen Frosch zu Hause hat, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würden wir sehr, sehr gerne sehen. Oder kannst du den besorgen, Norbert? Natürlich kann ich den besorgen, den Kunde vielleicht nicht, aber den Frosch. Aber Norbert, jetzt frage ich mich doch direkt, Amphibie, was heißt das denn genau, eine Amphibie zu sein? Ich kenne Amphibienfahrzeuge, die fahren von Land auf Wasser und von Wasser auf Land. Da bist du schon ganz richtig. Es gibt also Reptilien, die also nur an Land leben, am liebsten nur in der Sonne, immer schön in der Sonne liegen und ganz toll. Und alle Amphibien sind feuchtigkeitsliebende Lebewesen. Norbert, jetzt mal ganz wichtig die Frage, warum springen Frösche? Warum fliegen Vögel? Ich habe keine Ahnung. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, irgendwo muss er da weiterkommen, ne? So langsam wie der läuft, kommt er überhaupt nicht weiter. Dann hilft ihm schon dadurch, dass er ein Sprungbein hat und kann mal größere Strecken überwinden. Und natürlich ganz wichtig, mit Laufen kann er nicht immer von einem Blatt zum anderen. Da muss er halt einfach mal rüberspringen. Ich bin halt täglich auf der Suche nach der Frage, auf die du keine Antwort hast. Und ich suche schon ganz lange die Antwort.
Wofür du keine Frage hast. So, was machen wir jetzt noch zu den Fröschen? Wir lackieren die um. Wir machen den ganz gelb. Der sieht aus, der müsste eigentlich gelb sein. Norbert, jetzt kennen wir ja alle die Frösche, die quakend im Garten sitzen. Machen die das auch? Weil ich sehe da gar keine Blase. Da gibt es natürlich immer ganz andere Unterschiede, auch bei den Fröschen. Die einen müssen natürlich eine Blase haben, um den Schall, wer weiß wie, zu verstärken, um kilometerweit gehört werden. Das Problem haben diese kleinen Frösche nicht. Da reichen also ganz kleine Quakgeräusche, weil meist wohnt der Kollege in der Nebenpflanze. Die Abstände von einem zum anderen sind im Allgemeinen sehr gering. Norbert, jetzt sieht man hier unten bei den Fröschen, dass die verdammt schnell atmen. Das ist ja fast wie beim Kaninchen. Ja, das ist aber so üblich. Bei ganz kleinen Tieren ist der Puls fast immer viel, viel höher als bei größeren Tieren, die viel ausgeglichener sind. Das gehört einfach zu diesen kleinen Fröschen dabei, dass der genug Blutdruck, genug Lebensraum hat, damit der Gas geben kann. Aber diese Frösche quaken nicht, weil eigentlich steht der Frosch ja fürs Quaken, oder? Doch, die geben auch Geräusche von sich, hören sich aber nicht so richtig wie so ein kleines Quaken an, sondern da ist mehr so ein Blärren. Norbert, jetzt sehe ich ja die ganzen Kollegen hier vorne einfach zusammen rumsitzen. Kann ich die auch zusammenhalten? Das sind also deine Kollegen. Das habe ich schon immer vermutet. Nein, die hält man nicht zusammen. Die hält man immer schön getrennt, Art für Art, damit auch, wenn die sich vermehren, ganz reine Tiere aus der Art erhalten bleiben. Halten tut man die also im Terrarium, in einem tropischen Feuchtterrarium. Das heißt also, so wie es jetzt hier ist, alles feucht und das bei niemals unter 25 Grad. Besser ist noch 27 oder 28 Grad. Dann fühlen die sich wohl. Und was also vielleicht noch super interessant ist, die legen also in solche Pflanzen, hier oben in die Blätter, die ja durch den Regen Wasser speichern. In diese kleinen Wasserspeicher, die nur ein paar Tropfen sind, legen die jeweils ein Ei. Dann kann in einer Pflanze überall ein kleines Ei drin sein und da schlüpft dann eine einzelne Kaulquappe drin. Und bis das Wasser da mal ausgetrocknet ist, in den Tropen regnet es ja jeden Tag, wird immer wieder ein paar Tropfen nachkommen. Und wenn das mal ausgetrocknet ist, dann ist aber die Kaulquappe schon längst zum Frosch und sitzt dann auch wieder in den Blättern und die quäken oder trällern dort weiter vor sich hin. Erfolgreiche 13 Minuten sind wir wieder um. Ach, jetzt schon. Vielen Dank. Ja, war diesmal nicht langweilig, habe ich gut die 13 Minuten ausgehalten, selbst mit diesem Praktikanten. Aber ich habe ja Hoffnung, dass der sich noch bessert. Ne? Ich habe ja gehört, der möchte eine Festeinstellung haben. Naja, gucken wir uns das an. Du räumst wie immer hier auf. Ich räume auf. Ich gehe nach oben ins Büro. Wir haben jetzt wohl noch nicht gelernt, wie ich die Frösche in die Plastikkisten zurückräume. Das ist eigentlich ganz einfach. Dann machst du ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir sehen uns. Vielen Dank. Jo. Bis denn, ne? Jo. Also Leute, falls ihr noch weitere Fragen habt zu Fallgiftfröschen, stellt sie mir mal unten in den Kommentaren. Ansonsten, falls ihr Norbert oder mir auf Instagram folgen wollt, der Link hier unten in der Infobox. Dann den Kanal abonnieren nicht vergessen, die Glocke direkt mit anmachen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Ciao.